Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. Am Titel habt ihr es schon gesehen, es geht heute um Gebirgsjäger. Was ist der Hintergrund? Ist schon ein bisschen her, habe ich einen, ich sag mal, Erlebnisbericht zugeschickt bekommen aus der Familie von einem Gebirgsjäger, also ein Soldat, der im Zweiten Weltkrieg Gebirgsjäger war. Der Name ist Fritz und der Fritz hat den Krieg auch überlebt und als Gebirgsjäger muss ich sagen, also der hat schon echt was erlebt und das hat er niedergeschrieben. Also er hat, sage ich mal, seine Schulzeit aufgeschrieben, dann seine, ich sag mal, militärische Vorausbildung, dann seine Militärzeit und dann nennen wir nur ein paar Bereiche wie den Hochkaukasus. Also wir reden ja von Gebirgsjäger, ne? Wie hier im Flachland, das ist ja für uns alles, also jeder kleine Hügel ist ja für uns schon ein Berg. Also der war im Hochkaukasus, der war im Kuban-Brückenkopf, also hier Krim, wenn man da rechts guckt, dann kommt irgendwann der Kuban und dann war der Kuban-Brückenkopf. Und dann war er noch in Italien, Monte Cassino, da waren ja auch die Gebirgsjäger eingesetzt und dann hat er sich nachher durch Italien zurückgekämpft und das hat er alles niedergeschrieben und auch die Nachkriegszeit, Gefangenschaft und so weiter. Und das ist wirklich sehr spannend und das nehme ich mir jetzt hier vor, das trage ich auch vor in, ich kann es euch noch nicht sagen, wie viele Teile das werden. Ich muss mal gucken, wie weit ich komme und werde das auch mit Bildmaterial hinterlegen. Allerdings habe ich aus der Familie keine Fotos. Deswegen, die Fotos, die ihr sehen werdet, sind halt ja, aus dem Netz zusammengeschnubbelt und die sollen nur so den Hintergrund so ein bisschen zeigen. Auf diesem Wege immer wieder, oder ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr sowas habt in der Familie oder auch Erlebnisberichte oder auch Tagebücher. Ich meine, die stapeln sich bei mir schon. Ich habe ja auch noch ein bisschen länger oder ein bisschen mehr vor hier. Aber wenn ihr sowas habt, dann denkt an mich, schickt mir das gerne hierher und ich gucke mir das durch. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das gefällt oder ob das auch interessant ist, weil die Thematik Gebirgsjäger, da bin ich auch ganz weit weg, muss ich sagen. Also da habe ich noch nicht so richtig viel Berührung mit gehabt. Deswegen für mich auch Neuland, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, auf jeden Fall, schnallt euch an, nehmt euch einen Kaffee, hört zu, das ist schon eine spannende Sache. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Unterhaltung und los geht's. Fritz H. Seine Lebensgeschichte. Geboren Juni 1923 in Wien. Jugendzeit 38 bis 41. 1938 beim Einmarsch Hitlers in Österreich stand auch ich neugierig an der Ringstraße beim Maria-Theresien-Denkmal. Weil ich den Arm nicht zum Hitlergruß erhoben hatte, sollte ich mit einem SA-Mann mitkommen. Ich konnte mich aber losreißen und in der Menge untertauchen. Ein andermal wurde ich in Hetzendorf von bewaffneten Führern der Hitlerjugend angehalten. Man legte mir nahe, zu einem bestimmten Termin in ein Lokal der Hitlerjugend zu kommen, um Mitglied der HJ zu werden. Das wollte ich nicht und ging viel lieber klettern zur Mizzi-Langer Wand. Als ich nicht kam, versuchten sie mich von zu Hause abzuholen, aber erreichten mich nie. Wahrscheinlich deswegen wurde ich bald zum Landdienst nach Nauhain bei Döbeln an der Mulde in Sachsen zwischen Leipzig und Dresden einberufen. Beim Großbauern Herbert Z. sollte ich die Landwirtschaft erlernen und helfen, die Ernährung des deutschen Volkes zu sichern. Auch eine landwirtschaftliche Fachschule musste ich besuchen. Wie es mir gelang, dort nach geraumer Zeit abzuhauen, weiß ich nicht mehr. Aber da mich der Chef meines Vaters, Baumeister P., sofort als Lehrling einstellte, wurde mir Ärgeres erspart. Abends besuchte ich die Staatsbauschule mit der Absicht, Baumeister zu werden. Der Weg zum Ziel führte damals über die Maurerlehre und Maurermeister zum Baumeister. In der Folge konnte ich das Ziel nicht erreichen, denn nach der Gesellenprüfung erhielt ich sofort die Bereitstellung zur deutschen Wehrmacht. Ab 1939 war ich Mitglied des Touristenvereines Die Schwarzensteiner und war auch als Tourführer tätig. Wir erfuhren später, dass der Verein von der Gestapo observiert wurde. 1940 bis 1941 Kletterzeit. Ein gescheitertes Vorhaben war ein Fallschirmsprung von der großen Zinne in Südtirol. Mein Partner, der schon Fallschirmsprünge hinter sich hatte, und ich als Neuling wollten bei Innichen schwarz über die Grenze.
Fast wären wir gut durchgekommen. Aber leider wurden wir von Carabinieri angehalten. Die Fallschirme wurden konfisziert. Nur die Kletterausrüstung blieb uns. Per Bus ging es zurück nach Österreich. Mit verschiedenen Partnern und Partnerinnen konnte ich schöne Fels- und Eistouren machen. Einige davon waren im Glocknergebiet Bratschenkopf, Wiesbachhorn, Nordwestwand, Fuschakarkopf, Nordwand. Auf dem Glockner Normalweg trafen wir auf der Adlersruhe eine Frau und einen Mann aus Deutschland. Sie lernten sich erst auf der Hütte kennen und wollten den Gipfel 2738 Meter besteigen. Sie waren schlecht ausgerüstet, hatten keine Bergerfahrung und auch kein Seil. Wir brachten sie mit uns in Form einer Viererseilschaft gut auf den Gipfel. Jedoch beim Abstieg am Grat des kleinen Glockners passierte es. Ich führte beim Anstieg und beim Abstieg ist die Reihenfolge umgekehrt. Der Deutsche Wilfried K. rutschte aus und stürzte auf die Kaisers Seite ins Seil. Er hätte uns alle mitgerissen, wäre mein Partner Maxel, der hinter ihm ging, nicht auf die andere Pasterzenseite gesprungen. Ich konnte beide sehr mühevoll bergen. Die Frau war schwerstens geschockt und wir brachten sie nach einiger Zeit zur Adlersruhe. Von Wilfried K. bekam ich später ein Dankesschreiben, in dem er meinte, ein Todessturz hätte ihm nichts ausgemacht, er wäre dann Gott näher gewesen. Am nächsten Tag konnten Max und ich beim schönen Wetter die Palavicini-Rinne bezwingen. Die war besonders schwierig, denn wir hatten noch keine 12-Zacker Steigeisen und mussten Stufen schlagen. Besonders schwierig war der Übergang vom Eis in den Fels beim Ausstieg in die Glocknerscharte. Unser nächstes Ziel, Linzer Dolomiten. Zu Fuß von der Pasterze bis Heiligenblut, weiter mit dem Bus nach Linz. Aufstieg, Tristachersee, kühles Bad. Weiter über Dolomitenhütte zur Karlsbader Hütte. Mein Partner war durch eine Magen-Darm-Verstimmung nicht einsatzbereit. Also machte ich am ersten Tag eine schwierige Solokletterei. Zwar erfolgreich, aber ich schwor mir nie wieder Alleingang. Auf der Hütte lernten wir die Partnerin von Fritz K. und dem damals sehr bekannten Grazer Bergsteiger Dr. Henschel kennen. Mit ihm durfte ich die Lasertswand-Westkante machen. Das nächste Ziel war die Gamswiesenspitze Nordverschneidung. Dr. Henschel führte im direkten Anstieg senkrechte Verschneidung, Höhle, Überhang, brüchiger Riss, brüchiges Dach, Quergang und über plattenartige Wand und leichtem Grat zum Hauptgipfel. Dann kam die Überraschung. Der Hüttenwirt hatte uns beobachtet und bangte um uns. Er kam uns beim Abstieg auf der Rückseite entgegen und gratulierte uns zur Erstbegehung, die wir unbewusst kletterten. Im Wiener Klettergarten, dem Peilstein, konnte ich mehrere Erstbegehungen buchen. Eine Silvesterkletterei mit Bergschuhen, weil wir schon jeden Griff und Tritt im Schlaf kannten, war der Hahnenkamm um Mitternacht. Aufrecht überschreitend und anschließend die kleine Zinne Süd. Das waren nur einige der Peilsteinrouten, die ich alle durchkletterte. Erlebnisse, die ich nicht missen möchte. Meine letzte Tour als Zivilbergsteiger hatte ich nicht mehr machen dürfen, da ich bereits die Bereitstellung zur deutschen Wehrmacht bekommen hatte. Wien dürfte ich nicht mehr verlassen und müsste nach Aviso sofort einrücken, hieß es. Den Versuch der ersten Winterbegehung von der Peternscharte zum kleinen Ödstein im Gesäuse hatte ich schon lange geplant und wollte ich unbedingt noch versuchen. Zwei Freunde kamen mit mir. Kurz gesagt, wir wurden von einem Wettersturz überrascht und mussten im Sterni-Zielzelt mit drei Haken gesichert bivakieren. Zwei Nächte im Schneesturm waren wir vermisst und die Bergwacht machte sich bereit, uns zu suchen. Wir mussten aufgeben und es gelang uns, der Abstieg über den Wasserfallweg. Durchnässt und durchfroren durften wir auf der Holzveranda des Gasthauses im Xatterboden den Benzinkocher in Betrieb nehmen
um uns Tee und Suppe zu kochen. Da eine Stichflamme und der Benzinkocher war unbrauchbar. Zum Glück hatte die Holzdecke nicht zu brennen begonnen. Wäre uns der Kocher im Biwakzelt explodiert, hätten wir keine Überlebenschance gehabt. Zwischendurch war in Wien der Einrückungsbefehl eingetroffen und die Eltern waren entsprechend nervös. Militärzeit. Kurz und schlecht. Ich rückte 3 oder 4 Tage zu spät in Marburg an der Drau zu den Gebirgsjägern ein. Zum Empfang, weil ich zu spät dran war, wurden mir gleich 3 Tage Bau aufgebrummt. Bei der Ankunft hatte ich einen Anschlag gelesen, man könne sich mit der nötigen Bergerfahrung zur Heeresbergführerausbildung und zum Hochgebirgsbataillon Paul Bauer nach Fulpmes in Tirol melden. Das machte ich auch sofort und musste bis zur Genehmigung nur 1 Tag absitzen. Als Kriegsgegner glaubte ich mich bei dieser Einheit am sichersten. In Marburg, das fiel scheinbar niemandem auf, hatte ich die Vereidigung versäumt. Sie wurde mir zwar in den Überstellungspapieren bestätigt, fand aber nicht statt. So war ich eigentlich illegal beim deutschen Heer. Die Bergführerausbildung in Fulpmes verkürzte die Waffenausbildung, die in Marburg auch kaum stattfand. Deshalb war ich bezüglich Wehrkraft kein guter Soldat. Das Übungsprogramm beinhaltete Fels- und Eisklettereien, zum Beispiel die Mösele Nordwand, Gimpel Nordwand sowie verschiedene Felswinde in Tirol. Auch die Zsigmondy-Spitze war dabei. Der Irrsinn war, die ganze Kompanie wie Ameisen gleichzeitig klettern zu lassen. Am Gipfel war wenig Platz und die ersten waren wieder unten, als die letzten noch beim Einstieg standen. 3 oder 4 Tote durch Steinschlag und Absturz waren die Folge. Mein Vater besuchte mich im August in Innsbruck und schon am 9. August wurden wir in 4 Waggons verladen. Wir wurden an die Front verlegt. Dabei hatte ich wieder einmal großes Glück. Ein Sabotageanschlag durch falsche Weichenstellung in Innsbruck lenkte eine schwere Lok in unsere stehende Verladegarnitur. 2 meiner Kameraden kamen dabei ums Leben. Ich war kurz vorher nochmal ausgestiegen und überlebte. Kriegsdienst Hochkaukasus. Wir wussten nicht, an welche Front wir gebracht werden. Die Fahrt führt über München, Dresden, Breslau, Katowice, Brest-Litovsk, Minsk, Charkow, Stalino und Taganrog. Nach kurzem Bad im Asowschen Meer weiter mit Bussen, LKW und Gewaltmärschen nach Teberda am Nordrand des Kaukasus. Auf dem letzten Abschnitt des Anmarsches wurden wir einige Male von Jabos angegriffen. Das waren die kurzen, wendigen Jagdflieger der Russen. Da hatten wir die ersten Toten und marschierten dann nur in der Nacht. Wer es selbst erlebt hat, weiß, dass man beim Marschieren schlafen kann. Bei zu starker Übermüdung wird man zum Automaten. Wenn der Vordermann stehen bleibt, läuft man auf und ist munter. Hier am Fuß des Kaukasus sickerte durch, dass wir über den Hauptkamm, der von den Russen besetzt war, zum Ölgebiet südlich des Gebirges vorstoßen sollten. Unser Kommandeur des 2. Hochgebirgsbataillons, Paul Bauer, war vor dem Krieg Leiter von Kaukasus- und Himalaya-Expeditionen und kannte das Einsatzgebiet sehr gut. Wir lagen gut getarnt in einem dichten Wald und harrten der Dinge. Ich war als Melder und Bergführer direkt dem Kompaniechef unterstellt. Meine Bewaffnung war nur eine Pistole, die beim Klettern wenig hinderte. Als Hochgebirgsjäger hatten wir auch keine Stahlhelme, Gasmasken und Seitengewehre. Die Mannschaft war mit kurzen Stutzen, also Gewehren, bewaffnet. Mit meinem Wiener Freund Hubert hatten wir die Aufgabe, für die nachfolgende Truppe in den Wänden die Seilgeländer zu installieren. Unsere Kompanie sollte den Gegner umklettern, um auf die Südseite des besetzten Passes zu kommen. Zeitgleich mit einem Frontalangriff einer anderen Kompanie sollten wir im Rücken der Russen angreifen. Also Zangentaktik. Vorerst musste ich aber einen Spähtrupp
auf eine über 4000 Meter hohe Scharte bringen. Das war über einer Stelle, an der eine frühere englische Expedition einen Todesfall hatte und gescheitert war. Eine Gedenktafel erinnerte daran. Unter uns beobachteten wir jetzt den besetzten Pass. Neben mir lag der Kompanietruppführer. Als er das Fernglas abnahm, den Kopf hob, fiel ein Schuss und streifte die Stirn des Hauptfeldwebels. Das war großes Glück, denn die Russen hatten Scharfschützen mit langen Gewehren und Präzisionszielfernrohren. Einige von uns wurden später genau zwischen den Augen getroffen. Funkverkehr war nicht möglich, also musste ich wieder ins Tal, um Paul Bauer über die Lage zu informieren und neue Befehle entgegenzunehmen. Wieder zurück lagen anderthalb Tage im Urwald und Kletterei vor mir. Allein musste ich vor der Baumgrenze bivakieren. Da gab es auch Bären, Hyänen und Wölfe. Bei jedem Geräusch wachte ich auf, weil ich mich nicht sehr sicher fühlte. Ich brachte den Angriffsbefehl und überprüfte die Seilgeländer, die wir schon montiert hatten. Als die Mannschaft nachkam, hatten wir den ersten Bergtoten zu beklagen. Der Mann stürzte in eine Gletschermühle. Ob der Körper je freigegeben wird? Die Kompanie bivakierte in der Nacht vor dem Übergang und überschritt noch in der Dunkelheit die Scharte von ca. 4000 Meter und musste in den Gletscherspalten des Vorderhanges im Rücken der Russen in Stellung gehen. Als die entscheidende Schlacht begann, konnte Hubert und ich während des Gefechtes von drei Kameraden, die in Spalten stürzten, nur zwei lebend bergen. Da bekam mein Freund einen Handdurchschuss. Bitter für einen Klavierspieler, aber der Krieg war für ihn zu Ende. Die Einnahme des Passes gelang, aber auf beiden Seiten mussten viele ihr Leben lassen. Von unserer Artillerie, die einmal zu kurz schoss, wurde eine Bärin getötet. Paul Bauer ließ das überlebende Waisenkind in den Münchner Zoo bringen. Um einen Folgeangriff von Süden her zu verhindern, gingen wir auf 3500 Meter in Stellung und sperrten das Tal. In der Kletterzone starben vier Kameraden durch Blitzschlag. Einmal konnten wir das Emsfeuer, die direkte elektrische Entladung, bewundern. Auf Gipfeln und Graden leuchteten kleine Flämmchen. Auch alle Metallgegenstände leuchteten und knisterten und mussten wir weglegen. Vorher verbrachten wir einige Tage in gegrabenen Eishöhlen mit plus 5 Grad bei Kerzenlicht. Nun waren wir in felsigem Gelände und mussten im Zelt schlafen. Jeder Soldat hatte eine dreckige Zeltbahn und vier ergaben je eine Unterkunft. Diese stellten wir im Abstand von ca. 60 bis 100 Meter hinter einem Grat auf. Das war nicht sehr gemütlich. Als Zeltboden diente die Bekleidung von Gefallenen. Unsere Kompanie konnte einige Angriffe abwehren und die Talsperre aufrecht erhalten. Parallel zu Stalingrad gab es in dieser Zeit auch für uns keinen regulären Nachschub mehr. Ohne Brot mussten wir hauptsächlich nur von Schaffleisch leben. Durchfall war in der Tagesordnung und das bei etlichen Minusgraden. Seltenes Pferde- oder Eselfleisch war uns lieber. Nach so vielen Jahren kann ich noch immer kein Schaffleisch riechen oder essen. Für mich ein entscheidender Wendepunkt war, als ich in dieser Höhenstellung an Diphtherie erkrankte. Wegen der Ansteckungsgefahr schickte mich der Kompaniearzt sofort ins Lazarett. Mit zwei Herztabletten musste ich alleine über zwei hohe Übergänge, zum Teil war schwierige Kletterei dabei, ins Tal. Nach drei Tagen erreichte ich einen Stützpunkt und wurde von einem Pferdekarren mitgenommen. Es ging eine Nacht lang durch das endlose lange Tal nach Mikoyan-Schacha. Dann ging es per Kraftwagen weiter ins Feldlazarett nach Tscherkessk. Verwundete mussten bis zum Stützpunkt im Koppelsitz am Rücken getragen werden. Schwerverletzte überlebten das nur selten. Die zwei Tabletten, die ich für jeden Übergang erhielt, waren Placebos, sagte man mir im Lazarett. Diese, meine einzige schwere Krankheit, hat mir aber das Leben gerettet, denn, wie ich erst viel später erfuhr, wurden meine zwei Zeltkameraden im Schlaf von einer Lawine getötet. Der dritte war schon früher gefallen. Rückzugchaos.
Am 7. Januar 1943 wurde das Lazarett aufgelöst. Stalingrad war endgültig gefallen und der große Rückzug an der Ostfront begann. Als Infektionspatient und weil ich im Lazarett alles reparierte, war ich bei der Auflösung der letzte Insasse. Meine Kompanie war nicht eruierbar, deshalb quartierte mich der Kommandeur bei einer alten Mamuschka ein. Ihr Sohn war russischer Soldat und sie wusste nicht, wo er war und ob er noch lebte. Meinen Eltern ging es inzwischen genauso. Ich musste jeden Tag einen Stempel holen, um nicht der Fahnenflucht, die er mit dem Tode bestraft wurde, bezichtigt zu werden. Das Chaos war ausgebrochen. Die Kommandantur war am größten Gebäude des Ortes untergebracht. Eines Tages, als ich hinkam, sah ich Rauch aus dem Hof aufsteigen und das Haus war menschenleer. Man hatte Beutewaffen und sonstiges Material angezündet und war getürmt. Allein zwischen den Fronten. Nun stand ich im Niemandsland und musste schauen, so rasch als möglich wegzukommen. In Gefangenschaft wie mein Vater im Ersten Weltkrieg wollte ich nicht kommen. Verabschiedung von Mamuschka, die mir noch Verpflegung mitgab, obwohl sie selbst nicht viel hatte. Die Kubanbrücke war gesprengt, also wartete ich am 13. Januar 1943, den Rucksack auf dem Kopf, durch den eisigen, reißenden Kuban. Dem Kompass nach Westen folgend, erreichte ich nach 3 Tagen eine deutsche Nachhut. Die hätten bald auf mich geschossen, weil ich kein Losungswort wusste. Meine erhobene Bergmütze rettete mich. Als Versprengter sollte ich nach Krasnodar zur Frontleitstelle. Dorthin kam ich, weil sonst kein Platz war, bei minus 21 Grad als Frontfigur der letzten Dampflok. Ich hatte mich angebunden und man musste mich am Ziel steif gefroren befreien und hinunterheben. Pioniere der Nachhut sprengten hinter uns die Gleise. Auch in Krasnodar war meine Truppe nicht zu eruieren. Ein Jäger der Bauereinheit erzählte mir, dass meine Kameraden beim Rückmarsch über die Pässe in einen fürchterlichen Schneesturm kamen und viele erfroren oder erschöpft starben. Angeblich haben nur 14 oder 15 Mann überlebt. Die Frontleitstelle Krasnodar wurde plötzlich von der Militärpolizei geschlossen, sodass niemand das Gebäude verlassen konnte. Es wurde verlautbart, dass sich die Russen seitlich vom Schwarzen Meer kommend in unsere Richtung bewegten. In aller Eile wurde eine Abwehrtruppe aus den versprengten Soldaten zusammengestellt, die den Vormarsch aufhalten sollten. Mit 2 tschechischen Maschinengewehren, die niemand kannte, und 7 Gewehren, der Rest war, wie ich, nur mit Pistolen bewaffnet, sollte das gelingen. Zum Glück lagen wir nur eine Nacht umsonst in der Abwehrstellung. Kuban-Brückenkopf. Zwischendurch waren die Russen im Norden bei Rostow durchgedrungen und hatten uns im sogenannten Kuban-Brückenkopf eingeschlossen. Aber da wurde ich dem Rest der 1. Gebirgsdivision zugeteilt. Wir strebten in Richtung Temriuk, um der Einkesselung auf dem Wasserweg zu entkommen. Allerdings mussten wir durch den berüchtigten Kuban-Sumpf. Bei der neuen Truppe bekamen wir Stahlhelme, Gasmasken und Seitengewehre, die wir als Hochgebirgsjäger nicht brauchen konnten. Ungern musste ich diese Beglückung zur Kenntnis nehmen. Aber jeder Nachteil hat auch einen Vorteil und umgekehrt. Das erlebte ich in den Kuban-Sümpfen, in einer der furchtbarsten Situationen dieses sinnlosen Krieges. Einige Meter neben mir versanken 2 Soldaten ganz langsam im Sumpf und niemand konnte helfen. Meine Rettung war die Gasmaske, der Stahlhelm und das Seitengewehr, die ich in den Sumpf hineintrat und mich mühevoll befreien konnte. Ich hatte wieder einmal überlebt. Mit einer kleinen Gruppe schlug ich mich bis zur Landzunge von Ilitsch durch. Ein kleines Pontonboot brachte uns bei stürmischer See und Fliegerbeschuss auf die Halbinsel Krim. Wir waren mit viel Glück dem Einschluss Kuban-Brückenkopf entkommen. Krim, Balkan, Garmisch. Nach Sammlung aller Überlebenden waren wir wieder in einer geordneten Lage. Der neue Kompaniechef, ein ehrgeiziger Leutnant, ordnete eine Überprüfung der Ausrüstung an. Weil ich meinen Stahlhelm, Gasmaske und Seitengewehr nicht mehr hatte, bekam ich wieder einmal 3 Tage Rest.
Das Argument meiner Lebensrettung durch diese Ausrüstung wurde nicht akzeptiert. Kurz vorher hatten wir neue Waffen erhalten. Das war mein erstes Gewehr, denn beim Einrücken in Marburg und der knapp folgenden Meldung nach Fulpmes hatte ich kaum eine Waffenausbildung. Kurz gesagt, es wurde ein Scheibenschießen durchgeführt und nur durch Glück erreichte ich überraschend das beste Ergebnis. Der Kommandeur veranstaltete eine kleine Feier zur Befreiung aus der Einkesselung und prämierte die besten Schützen des Wettbewerbes. Bei der Verlesung war ich nicht da und musste aus dem Knast geholt werden. Nach der Befragung, warum ich im Arrest landete, wurde mein strenger Richter, der Kompaniechef, vor der Versammlung ganz arg zusammengeschissen. Er hatte auch viel schlechter als ich die Scheibe getroffen. Mir wurde die Strafe sofort erlassen und ich bekam den Ehrenplatz neben dem Kommandeur. Von der Krim ging es per Bahn einem unbekannten Ziel entgegen. Zu den kommenden Aufgaben kann man sagen, vom Regen in die Traufe. Im April und Mai folgten Partisaneinsätze in Serbien, Albanien, Montenegro und Griechenland. Das war ganz arg. Wenn keine klare Front vorhanden ist, weiß man nie, von wo man angegriffen wird. Die Angst war immer mit uns und die Verluste waren sehr groß. Ich hatte Glück und überlebte diese Abenteuer mit einer Verwundung und einer Furunkelinfektion. Vorerst musste ich ins Lazarett und kam dann zur Genesungskompanie nach Garmisch. Im Gasthaus vor der Kaserne lernte ich den Extrembergsteiger Fritz B. kennen. Wir wurden der gleichen Gruppe zugeteilt und führten lange Gespräche über durchgeführte Klettereien. Eines Tages fragte er mich, ob ich mit ihm die Wetterkante zur Zugspitze machen wolle. Als sehr bekannter Extrembergsteiger bekam er die Genehmigung und ich war begeistert. Fritz B. führte selbstverständlich, aber nach einigen Seillängen schlug er vor, überschlagen mit abwechselnder Führung weiterzuklettern. Das war eine große Ehre für mich und wurde in dieser Kriegszeit ein wunderbares Erlebnis. Es ging sich dann noch die Schüsselkarspitze Südwand aus und die schöne Zeit war wieder zu Ende. Fritz H. Punkt. Seine Lebensgeschichte Teil 2. Südfront Italien, Monte Cassino 1943-1944. Nach den ersten beiden Hochgebirgseinheiten, die es nicht mehr gab, wurden zwei weitere aufgestellt. Ich wurde dem 4. Hochgebirgbataillon zugeteilt. Bekam an die Südfront nach Italien und wurden vorerst der 1. Fallschirmjägerdivision unterstellt. Einsatzgebiet Grüne Hölle Monte Cassino. Hier fanden die schwersten Kämpfe des Zweiten Weltkrieges statt. Unsere Stellung lag am Vorderhang gegenüber dem Kloster und als Quartier diente der Keller einer Hausruine. Gleich am ersten Tag fand ich im Strom meines Lagers einen Skorpion, mit dem ich aber nicht in Berührung kam, da ich im Schlafsack lag. Dafür hatte ich mit vielen Mäusen Freundschaft geschlossen, die in den warmen Schlafsack kamen, am Fußende nicht raus konnten und wieder zurück mussten. Ich habe mich aber so bewegt, dass ich keine erdrückte. Im Kloster hatten viele Zivilisten aus der Stadt Cassino Zuflucht gefunden und befand sich kein deutsches Militär dort. Trotzdem zerbombten die Amis das Kloster total. Viele Mönche und Zivilisten starben. Letztendlich ging uns die Munition aus und wir konnten keinen Widerstand mehr leisten. Die Amis wussten das. Sie fuhren in der Nacht provokant mit Scheinwerferlicht in ihren Stellungen, um ihren Nachschub auszuladen. Unsere Stellungen wurden daher geräumt, doch kam kurz darauf ein persönlicher Befehl von Hitler, die Front muss unbedingt gehalten werden. Es ging daher wieder zurück in die Verteidigungsstellung. Wie zu erwarten, mussten wir uns nach einigen Stunden endgültig zurückziehen, da wir praktisch wehrlos waren. 20.000 Deutsche und 12.000 alliierte Soldaten starben in der Hölle von Cassino, die ich mit Glück überlebte. Kurze Anmerkung meinerseits, laut Listen sind es 55.000 Verluste auf alliierter Seite und 20.000 auf deutscher Seite gewesen.
Abruzzen. Für uns Hochgebirgsjäger errichteten schon vorher Pioniere eine neue Höhenstellung in den Abruzzen am La Maiella zum Monte Amaro in 2793 Meter Höhe. Dies waren bodengleich abgedeckte Erdbunker für je eine Gruppe. Nur durch ein kleines Schneeloch kam man nach außen. Bei starkem Nebel erfolgte der Aufstieg mit Fellen auf den Brettern. Der Abstand zum Vorderbahn war relativ kurz und auf einmal war der Kamerad vor mir weg. Er kam dem linken Abgrund zu nahe und stürzte über 100 Meter in die Tiefe. Er war nicht zu retten. Pritschen aus Rundholz waren unser hartes Lager, aber Schlafsäcke aus Schafpelz erhöhten den Komfort. Die hätten wir im Kaukasus gebraucht. Weihnachten 1943 feierten wir in diesem Erdbiwak. Jeder bekam eine Flasche Schnaps und Zigaretten. Alkohol kam für mich nur als Medizin in Frage und Zigaretten tauschte ich als Nichtraucher, wenn möglich, gegen Schokolade ein oder ich verschenkte sie. Gegen mein Prinzip, wir lebten ja sehr gefährlich, trank ich diesmal doch und weil ich nichts vertrug, bekam ich den ersten Rausch meines Lebens. Das war ganz arg, denn im Schlafsack liegend musste ich mich übergeben und konnte diesen nicht mehr verwenden. Ich schwor mir nie wieder. Ich musste mit einer Decke auskommen und habe eine Woche ordentlich gefroren. Dann verfolgte mich ein weiteres Pech. Zum Essen holen wurde, wegen der laufend über uns kreisenden Jagdflieger, immer in der Abenddämmerung mit den Brettern zum Kompaniestand gefahren. Zu zweit fuhren wir am 7. Januar 1944 etwas zu früh weg und auf einmal waren zwei Jäger über uns. Es stand 2-2 und nur durch rasches Abfahren hatten wir eine Chance, den 2,5 cm Bordkanonen zu entkommen. Meinem Kameraden gelang das auch, aber ich stürzte durch einen Riss der Bindung und blieb liegen. Eine schmerzhafte Knie- und Knöchelverletzung bemerkte ich vorerst nicht. Durch die weiße Tarnseite des Anoraks und die eintretende Dämmerung war die Zielgenauigkeit der Jagdflieger nicht mehr so gut und sie verfehlten mich ganz knapp. Dann drehten sie ab, weil sie sicher glaubten, ich sei getroffen. Das meinte auch mein Kamerad, der gut beim Kompaniebefehlsstand ankam und mich als gefallen meldete. Aber ich hatte überlebt und schleppte mich in der Bauchlage zum Glück bergab in über einer Stunde in der eingetretenen Finsternis zum Befehlsstand. Man war freudig überrascht, weil ich den Jägern entkommen konnte. Im Steinhaus wurde nur der Keller benutzt, da es tagsüber auch von den Fliegern angegriffen wurde und alle Fenster und der Eingang zerschossen waren. In der nächsten Nacht brachte man mich im Akja zum Hauptverbandsplatz und dann ins Lazarett nach San Valentino. Nach einer Woche kam ich zu meiner Kompanie zurück. Der Rückzug war in vollem Gange und ich musste als Gruppenführer der Nachhut, also Opfertruppe, die Kompanie absichern. Dabei wurden wir bei San Pedro, Vico nel Lazio und Rocca di Botte in gefährliche Nahkämpfe verwickelt. 4 meiner Schützlinge starben. Es war der erste Einsatz ganz junger Leute vom letzten Aufgebot, die große Angst hatten. Es gelang uns trotzdem, die Kompanie aus der Gefahrenzone zu bringen. Dafür wurde ich als Gruppenführer mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Mein Stolz hielt sich in Grenzen. Es war aber lieber als ein Holzkreuz auf dem Heldengrab. Die Gefallenen hätten den Orden eher verdient. Ich hatte wieder einmal überlebt und hoffte nur, dass dieses Völkermorden endlich aufhört. Sollte ich diesen Krieg überstehen, würde ich permanent der Jugend dieses unwürdige Sterben unschuldiger Menschen aufzeigen. Das nahm ich mir ganz fest vor. 1944. Rückzug, Panzerhorror, Riviera-Partisan. Von den Bergen im Rückmarsch zurück ins Tal. Für uns Gebirgsjäger ungewöhnlich, wurden wir von Ami-Panzern eingeholt und waren mitten unter ihnen. Eines der schrecklichsten Erlebnisse dieser Situation war, als einem Kameraden der Bauch aufgerissen wurde und er seine Gedärme in den Armen hielt. Unser Sanitäter führte ihn aufrechtgehend zwischen den Panzern zum nahen Wald, wo er aber zusammenbrach und starb.
Das war selbst dem Sanitäter zu viel. Er betrank sich später ordentlich. Ich blieb nicht in der Erdlochstellung, sondern versuchte im toten Winkel der Panzerwaffe den schützenden Wald zu erreichen, was mir auch gelang. Andere Kameraden blieben. Sie wurden von den Kolossen durch Drehen mit den Antriebsketten lebendig begraben oder erdrückt. Ich habe wieder einmal überlebt. Von Juli bis September 1944 wurden wir im neuen Einsatzgebiet an der Riviera zwischen Genua und Sanremo gegen Partisanen eingesetzt. Im Hinterland von Arma di Taggia musste ich als MG-Schütze 2 mit einer Gruppe von 10 Mann an einem Spähtrupp teilnehmen. Bei Badaluco gerieten wir in einen Hinterhalt und mein Schütze 1, ein Oberjäger, starb neben mir durch einen Kopfschuss. Ein Streifschuss an der Stirn ließ mich am Leben. Eine Brandwunde durch den heißen Lauf des MGs, das ich übernahm, war nur eine Kleinigkeit. Auf einer Stufenterrasse oder der Straße und dem Flussbett konnte ich mich in einem Bewässerungsgraben am Vorderhang in Sicherheit bringen. Dabei verlor ich das MG, nachdem ich vom Gegenhang über die Straße unter Beschuss genommen wurde. In der engen Wasserrinne liegend, staute ich mit meinem Körper das Wasser und musste zum Atmen immer den Kopf heben. Sofort wurde wieder gefeuert. Mein Glück war wieder einmal die Dämmerung, sodass ich nicht getroffen wurde. Als es dann dunkel wurde, begab ich mich in das Flussbett, das am Rand mit dichten Büschen bewachsen war. Ich verhielt mich ganz ruhig und harrte der weiteren Dinge. Von meinen Kameraden hörte und sah ich nichts mehr. Nach einiger Zeit kam auf der Straße ein Geistlicher und rief ins Flussbett hinunter: »Kamerata, komm, niente kaputt!« Das wiederholte er einige Male. Ich meldete mich nicht und er verschwand dann auch. Die Straße war zu gefährlich, deshalb erkletterte ich eine Felswand, um in ein sicheres Gelände zu kommen. Auf einem Waldweg kam ich bald zu einer Hütte, die ich vorsichtig mit der Pistole in der Hand betrat. Ich überraschte 2 Zivilisten, die verdutzt die Hände hoben. Einer hatte einen Kniedurchschuss und wurde vom anderen betreut. Einem Gewehr, das sie bei sich hatten, entnahm ich das Magazin und sagte, sie sollten die Hände runternehmen. »Ich bin Österreicher aus Wien und ihr habt für mich nichts zu befürchten.« »Walzer die Strauß«, hörte ich einen sagen und wir waren alle beruhigt. Ich nahm mir den schwarzen Arbeitsmantel des einen und ein Halstuch, das ich dann als Kopftuch zu meiner weiteren Tarnung verwendete. Da sie kein Funkgerät hatten, konnte ich meinen Weg unbedenklich fortsetzen. So kam ich nach langem Marsch als einziger Überlebender zu meiner Kompanie zurück. Trotzdem bekam ich wieder Schwierigkeiten, weil ich nur mich und nicht auch das MG retten konnte. Mein Überleben war mir aber wichtiger, was diesmal auch anerkannt wurde. Mit meinem Freund Karl, einem sehr bekannten Bergsteiger, trainierte ich auf einem großen Felsblock. Dabei zog ich mir beim Absprung in meinem ohnehin beim Fliegerangriff verletzten Knie einen Meniskusriss zu. Auf Umwegen über einige Sanitätsstationen landete ich in Cortina d'Ampezzo, wo ich operiert wurde. Eines Tages besuchte uns Luis Trenker. »Grüß Gott, da bin ich und bring euch an, schön Bergfilm mit.« Er begrüßte jeden Patienten per Handschlag und zeigte uns den Film. Anschließend konnten wir mit ihm diskutieren. Vom 5.12. bis 20.12.1944 erhielt ich einen Genesungsurlaub nach Wien. In dieser Zeit war es in der Stadt auch nicht ungefährlich, denn jeden Tag gab es Fliegeralarm und fielen Bomben vom Himmel. Als ein Flugzeug über uns abgeschossen wurde, konnten sich einige mit dem Fallschirm retten. Ein Ami blieb mit dem Schirm an der Dachrinne eines 2-stöckigen Wohnhaus in der Hetzendorfstraße hängen und schwebte hilflos circa 5 Meter über dem Boden. Ein älterer Zivilist half mir, den Mann herunterzuholen. Zwischendurch kamen andere Leute dazu und wollten den Flieger lynchen. Das konnte ich aber als Uniformierter mit Pistole bewaffnet verhindern. Eine Militärstreife nahm ihn dann in Empfang. Nach Ablauf meiner Genesung kam ich zu einer Ersatz- und Ausbildungskompanie nach Kufstein. Da hatte ich als Kompanieschreiber die Aufgabe, Frontabstellungen durchzuführen. Nach Listen, die ich bekam, musste ich die Unterlagen für die Frontleitstelle ausfertigen.
Diese brachten Kuriere nach Innsbruck. Die Soldaten bekamen nun die Fahrpapiere mit, damit sie nicht desertieren konnten. Ein Freund wollte unbedingt seine Militärzeit beenden und ersuchte mich, ihm zu helfen. Ich sollte seine Papiere nicht weiterleiten. Das machte ich und hörte dann nichts mehr von ihm. Während eines Luftangriffes lernte ich im Luftschutzstollen unter der Festung Kufstein ein nettes Mädchen kennen. Die Eltern ihres früheren Freundes hatten ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn gefallen sei. Sie fühlte sich also frei und begann eine Beziehung mit mir. Nach einem Monat musste ich Kufstein wieder verlassen. Nach schwerem Abschied ging es nach Völkermarkt in Kärnten und weiter nach Hieflau in der Steiermark. Da sollten wir Jugendliche und Kinder für den letzten Abwehrkampf ausbilden. Es kam aber nicht mehr dazu. Die Alliierten waren von allen Seiten im Vormarsch. Es ging dem Ende entgegen. Wir waren in einem Gasthaus untergebracht und in der Schreibstube hatte ich mit zwei Helferinnen aus dem Ort die Schreibarbeiten der Kompanie zu erledigen. Standgericht Hieflau. Hier hatte sich ein Standgericht etabliert, das Soldaten, die ohne Papiere angetroffen wurden, als Deserteure zum Tode verurteilt. Eines Tages kamen zwei SS-Männer und fragten nach mir. Da ich nicht anwesend war, sollte ich mich umgehend auf der Kommandantur melden. Arglos begab ich mich nach meiner Rückkehr ins sogenannte Kettenhaus. Zwei Mann mit der MP in meinem Rücken brachten mich zum Kommandeur. Nach meiner Meldung fragte ich, warum ich gerufen wurde. Er schaute mich nur an und sprach kein Wort. Ein Wink und ich wurde, noch immer nicht wissend warum, in einen großen Raum geführt. Als die Tür geöffnet wurde, lagen da Soldaten unterschiedlichster Waffengattungen und Dienstgrade auf dem Terrazzo-Fußboden. Dann stand einer auf und mir wurde dabei ganz anders. Es war mein Freund, dem ich in Kufstein geholfen hatte, abzuhauen. Ohne dass ich es mir anmerken ließ, rief er etwas lauter, um meine innere Unruhe zu unterdrücken. »Ja, was machst du denn da? Das kann doch nur ein Irrtum sein.« Er sagte, dass er seinen Marschbefehl verloren hatte und er daher nicht nachweisen konnte, wohin er sollte, als er aufgegriffen wurde. Man verurteilte ihn als Deserteur zum Tode durch Erschießen. Durch Zufall hatte er erfahren, dass unsere Kompanie, der er vor seiner Abstellung angehörte, hier war. Er hat mich bezüglich meiner Hilfe nicht verraten und bat mich, den Kompaniechef zu informieren. Das war seine letzte Chance, dem Todesurteil zu entgehen. Er gab mir die Adresse seiner Eltern, eine Rasierseife und einige Kleinigkeiten, die er nicht mehr benötigte. Da er mich nicht verraten hatte, ließ man mich gehen. Ich sagte dem Kompaniechef Bescheid, der auch sofort zum Standgericht eilte. Er wurde aber nicht empfangen und sollte am nächsten Tag wiederkommen. Das hat er auch gemacht, konnte aber meinen Freund nicht frei bekommen. Nur einen Aufschub der Hinrichtung erreichte er. Die Exekution fand oberhalb Hieflau in der Wandau statt. In einer Mulde hinter der Kapelle wurden die Todeskandidaten erschossen. Sehr spektakulär war dann folgendes Ereignis. Unter den Verurteilten war auch ein Ritterkreuzträger namens Schneeberger aus dem Radmeer in der Nähe von Hieflau. Er kannte die örtlichen Verhältnisse der alten Straßen sehr gut. Als er mit den anderen Häftlingen zur Hinrichtung geführt wurde, sprang er neben einem Überhang in Richtung Enz hinunter. Die Eskorte hatte kein Schussfeld und er entkam. Einige Tage später hat er den Kommandeur, der ihn zum Tode verurteilte, mitten in Hieflau erschossen. Das erfuhr ich erst nach 1970 in Garming von unserem Rauchfangkehrmeister. Es war 12:05. Das Kriegsende stand bevor und für die Stunde Null stellte ich im Einvernehmen mit dem Kompaniechef Interessengruppen je nach Heimatort oder sonstigem Wunschziel zusammen. Den Wagenpark und die Lebensmittel teilte ich auf und alle strebten ihrem Ziel entgegen. Ich wollte nicht wie mein Vater im Ersten Weltkrieg in Sibirien landen und schloss mich einer Gruppe in Richtung Westen an, wo ich ein liebes Mädchen verlassen musste. Es begann eine Odyssee zurück nach Kufstein. Für Verwundete und Kranke war in den letzten Tagen eine Order vom Oberkommando durchgekommen, dass sie entlassen werden könnten. Die Papiere mussten aber mit der richtigen Geschäftszahl, die uns geheim übermittelt wurde, versehen sein.
Mit dem Ausstellen dieser Entlassungsscheine hatten wir in der Schreibstube viel zu tun. Einige nutzten die Gelegenheit, um sofort zu verschwinden. Darunter war auch der Feldwebel W. aus Kitzbühel. Er wusste, dass ich nach Kufstein wollte und lud mich ein, bei ihm vorbeizukommen. Mit meiner Gruppe marschierte ich durch das Gesäuse über Admont bis Lietzen. Zum ersten Mal sahen wir rot-weiß-rote Fahnen. Leider wurden wir von den Amis gefangen genommen, in ein Erdlager gesteckt und nach einer Nacht auf offenem LKW verladen. Mit ungewissem Ziel fuhren wir Richtung Pfürenpass. Jeder LKW hatte über dem Beifahrersitz einen runden Ausschnitt mit einem montierten Maschinengewehr. So konnte jeweils der Vorderwagen überwacht werden. Zweimal Flucht aus der Gefangenschaft. Ich hatte mich ganz rückwärts platziert. In einer Kurve außer Sicht des folgenden Transports sprang ich ab und rollte mit meinem Rucksack über die Böschung in den Wald. In Lietzen stand ein Lazarettzug in Richtung Westen, den ich erreichen wollte. Das gelang mir auch. Meine linke Hand hatte ich wegen einer Schnittwunde verbunden. Ich wurde von einer Rotkreuzschwester aufgenommen und konnte bis Kitzbühel mitfahren. Feldwebel W. war gut nach Hause gekommen. Ich durfte die Badewanne benutzen und die Nacht im weiß überzogenen Bett schlafen. Jetzt kann nicht mehr viel passieren, dachte ich. Kufstein kommt immer näher. Bekleidet mit einer kurzen Hose und einem schwarzen Pullover, setzte ich meinen Marsch fort. Unterwegs nach St. Johann wurde ich von einer Zivilstreife mit rot-weiß-roter Armbinde angehalten. Ich zeigte meinen Entlassungsschein, der mir zwar bei den Amis nichts nützte, aber bei unseren Leuten weiterhelfen sollte. Es wurde mir gesagt, dass dieser Schein keine Gültigkeit mehr hatte, sie ließ mich aber laufen. In St. Johann traf ich deutsche Soldaten mit einem LKW und fragte, wohin sie fahren. Ein Oberzahlmeister führte die Gruppe an und ließ mich aufsteigen, als ich fragte, ob ich bis Kufstein mitfahren könnte. Die böse Überraschung kam in Elmau, wo wir vor einem Army-Posten Halt machten und wieder in das Gefangenenlager kamen. Aus unerklärlichen Gründen hatte mich der Zahlmeister reingelegt. Er saß neben dem Fahrer und bevor ich aussteigen konnte, war ich abgesprungen, zog mir den Kerl herunter und schlug ihm vor den Posten K.O. Der Army lächelte nur, aber ich war wieder im Lager und tauchte sofort in der Menge unter. Listenmäßig war ich nicht registriert und hoffte, wieder fliehen zu können. Angesichts der Erdlöcher als Nachtquartiere waren meine Gedanken noch im weißen Bett in Kitzbühel. Die Realität bescherte mir aber eine Nacht in Tiroler Erde. In der Frühe sah ich einen Eisenbahner aus dem Kommandozelt kommen. Er hatte ein Schriftstück in der Hand und strebte dem Ausgang zu. Er sagte mir, dass er nicht als Kriegsgefangener behandelt werde und er von Söll, wo sich ein anderes Lager befand, mit einem Transport in seine Heimat fahren könnte. Mit seiner Eisenbahneruniform hatte er es leicht, dachte ich. Er war inzwischen beim Posten angekommen, sein Dokument wurde kurz geprüft, dann konnte er anstandslos passieren. Da sah ich eine geringe Möglichkeit, auch aus dem Lager zu kommen und ging in gewissem Abstand hinter ihm her, sodass der Posten dann zwischen uns war. Als indirekter Befreiungsversuch rief ich ihm nach, er solle doch auf mich warten, damit wir gemeinsam nach Söll gehen. Der Eisenbahner kapierte sofort und blieb stehen. Ich war gespannt, ob mich die Wache durchlässt. Mein schwarzer Pullover passte eigentlich zum Eisenbahner. Um Ruhe zu demonstrieren, blieb ich kurz vor dem Ausgang stehen, band mir scheinbar ein aufgehängtes Schuhband und bewegte mich dem Ausgang zu. Ich zeigte auf den Eisenbahner, der auf mich wartete, und sagte nur Söll. Der Posten wiederholte Söll und ließ mich passieren. Ich war überglücklich und dankte dem Zufall mit dem Eisenbahner. Gemeinsam gingen wir bis außer Sichtweite und ich marschierte dann möglichst ungesehen weiter. Nun war mein Ziel Kufstein. Das war noch 10 Kilometer entfernt und ich freute mich auf ein Wiedersehen mit meinem Mädchen. Bei einem Bauern machte ich Rast, wurde bewirtet und gleichzeitig vor Amistreifen gewarnt, weil sich im Kaisergebirge noch SS-Männer verschanzt hatten. Die Straße sollte ich meiden, nur über eine Brücke müsste ich noch. Mit dem Bewusstsein, dass noch immer Vorsicht angebracht sei, bedankte ich mich für Speck und Brot. Mit frohem Mut ging ich los, kam gut voran und näherte mich bald der erwähnten Brücke. Daneben war das Wartehäuschen
einer Bushaltestelle. Niemand war zu sehen. Arglos kam ich näher und wollte rasch diese kritische Hürde nehmen. Fast auf gleicher Höhe bemerkte ich mit Schreck, den man mir aber nicht anmerkte, in der Hütte eine Armeestreife sitzen. »Das Einzige, was du jetzt machen kannst«, dachte ich, »setz dich dazu.« Es waren 5 oder 6 Mann, die mich auch verwundert betrachteten. Ich öffnete den Rucksack, entnahm ein Stück Brot, das ich äußerlich ruhig aß. Wir tauschten einige Worte, in die ich »Girl, Family, Kufstein« einbaute. Zu lange darf ich aber nicht bleiben, dachte ich, und machte langsam, aber umständlich den Rucksack zu, stand ebenso langsam auf und deutete in Richtung Kufstein. Ein Ami deutete auch dahin und sagte »Kufstein«. Erleichtert, aber mit weichen Knien, bewegte ich mich in die begehrte Richtung und sie hinderten mich nicht. Außer Sicht war ich dann schneller unterwegs, musste aber noch über eine Brücke, die ich dann gefahrlos überschritt. Es war bereits dunkel, als ich gut in Kufstein ankam, wo die Familie wohnte. Die letzte Kugel überlebt. Meine Odyssee ist zu Ende, dachte ich, und betrat aufgeregt das Haus. Dann kam unvermutet aus dem Untergeschoss ein schwarzer und ein weißer Soldat, die ebenso wie ich überrascht waren, die stiegen aus dem Untergeschoss herauf. Der Weiße richtete seine Waffe auf mich und drückte ab. Der Schwarze mit höherem Dienstgrad lenkte die Waffe des anderen nach oben, sodass ich nicht getroffen wurde. Oft habe ich dem Tod in die Augen geschaut, aber so nah war ich noch nie gewesen. In meiner Vorfreude hatte ich in der Dunkelheit Verbotstafeln übersehen. Die Bewohner waren ausgesiedelt, um Besatzungsquartiere zu schaffen. Mein Lebensretter sagte »Come on, Boy«, nahm mich an der Schulter, zeigte mir die Verbotstafeln und führte mich aus der Gefahrenzone. Die halbe Nacht suchte ich die Familie und wurde letztendlich in einem Heustadel fündig. Ich hatte überlebt und mein Ziel erreicht. Das Wiedersehen war sehr freudig. Nach etwa einer Woche wurden wir von der Gemeinde bei einer Familie, die eine große Wohnung hatte, in einem Zimmer untergebracht. Den letzten Wehrsold erhielten wir in Hieflau in kopiertem Geld. Das wollte niemand nehmen, also ging ich auf die Bank, um es einzutauschen. Nach einer Wartezeit tauchte die Polizei auf und verhaftete mich. Etliche Telefonate klärten die Sache. Man entschuldigte sich und ich erhielt echtes Geld. Damit ich Lebensmittelkarten bekam, musste ich mich anmelden und bekam von der Gemeinde eine Arbeitsstelle zugewiesen. Bei einer Baufirma hatte ich als Vorarbeiter mit Gefangenen Bombenschäden zu reparieren. Eines Tages sprach mich vor der Baustelle der Bäckerei eine Frau mit meinem Namen an. Es war die Inhaberin einer kleinen Zuckerfabrik, die sie in der Kienigergasse, wo ich in Wien wohnte, betrieb. Etwas verwundert war ich, denn früher war sie unserer Arbeiterfamilie gegenüber immer sehr reserviert gewesen. Aus Wien war sie vor den Russen geflüchtet und fragte mich, ob ich ihr nicht ein Weckenbrot verschaffen könnte. Das ist mir auch gelungen und ich hörte nichts mehr von ihr. In Kufstein lernte ich auch den Skihersteller Franz K. und den bekannten Fußballstar vom österreichischen Wunderteam Binder kennen. Er war dabei, eine Mannschaft aufzubauen und zu trainieren. Ich tauschte mit ihm eine Fahrradbereifung gegen einen Lodenstoff für einen Trachtenanzug. Im Oktober 1945 erhielt ich einen alliierten Entlassungsschein und konnte mich schon viel freier bewegen. Aber das Schicksal nahm seinen Lauf. Denn eines Tages kam überraschend der totgeglaubte Verlobte meiner Freundin wohlbehalten zurück und mir war klar, dass ich das Feld räumen musste. Heimkehr nach Wien. Mit den alliierten Papieren kehrte ich daher nach Wien zu den ohnehin sehr besorgten Eltern zurück. Erst jetzt konnte ich mich nach meinem Freund, der in Hieflau zum Tode verurteilt wurde, erkundigen. Seine Eltern waren Inhaber des Hotels in der Maria-Hilfer-Straße. Durch den Aufschub, den unser Kompaniechef erwirkt hatte, war er und die anderen Todeskandidaten in den letzten Tagen vor dem Kriegsende nach Eisenerz verlegt worden. Dort befand sich ein Lager, welches mit Kriegsende geöffnet und die Gefangenen freigelassen wurden. Allerdings schossen fanatische Nazischergen den Häftlingen mit MG-Salven nach und es gab noch viele Tote. Mein Freund hatte Glück und überlebte. Er kam gut nach Wien zurück, beendete sein Studium und wurde Diplom-Psychologe.
Nach meiner Heimkehr erfuhr ich, dass zwei meiner Freunde als Widerstandskämpfer hingerichtet wurden. Wir waren gemeinsam beim Touristenverein Die Schwarzen Steiner. Wir wussten nicht, dass der Verein ab 38 von der Gestapo überwacht wurde. Nähere Umstände sind bis heute unbekannt. Eine Gedenktafel vor der Floridsdorfer Lokomotivfabrik, wo sie beschäftigt waren, erinnert an dieses Schicksal und erst jetzt, im März 2013, wie es auch im Fernsehen zu sehen war, wurde am Zentralfriedhof ein Gedenkstein mit dem Namen vieler Nazi-Opfer aufgestellt. Fritz und Ferry waren die besten Bergkameraden und wunderbare Menschen. Vom österreichischen Bundesheer erhielt ich später ein Angebot als Heeresbergführer, aber ich lehnte ab. Dieser wahnsinnige Krieg, gefördert durch Massenpsychose und den herrschenden sozialen Verhältnissen, hatte mir einige Jugendjahre gestohlen, aber ich habe mit viel Glück überlebt.